Mann, der Shit ist getting toxisch. Als ob ich im Urwald aus Versehen einen falschen Frosch küsst. Toxisch, meine Gegend toxisch. Jede scheiß Ecke ist toxisch für mich. Toxisch. So, an alle, die das jetzt hier auf YouTube sehen, Achtung! Ja, vielleicht war das ein kleiner Schockmoment. Ich, Jay Jiggy, habe eine Brille. Um ganz kurz die Fragen aus dem Weg zu räumen. Nein, ich brauche sie nicht. Nein, sie hat keine Sehstärke. Es ist eine Blaulichtfilterbrille, eine sogenannte Blaulichtfilterbrille. Ja, ich weiß, man kann auf dem Handy den Blaulichtton rausmachen. Ja, ich weiß, man kann auf dem Bildschirm hier den Blaulichtton rausmachen. Und ja, ich weiß, man kann ihn auch auf vielen Fernsehgeräten rausmachen. Also warum dann eigentlich diese Brille? Ja, Digga, weil ich fresh like a motherfucker bin. Ganz einfach. Nee, ich weiß, es hat ein bisschen Jeffrey Jama, ne? Brauchst halt Kartenmiete, Vibes. Und, aber es ist jetzt einfach so, wie es ist. Ich probiere das aus. Man soll dadurch besser schlafen können, sich besser konzentrieren können. Und ich brauche ja wohl eine volle Konzentration, um auf die schlechtesten Deutschrap-Lines Volume 27 reagieren zu können. Ey, das hört sich an wie das Intro vom absoluten Weltmonarchen, Kollege, dem absoluten Überboss. Jeffrey Charmer heißt er, ja. Das ist ein ganz anderer Maßstab wie beim Stethoskop. Alter, das ist jetzt scheiße, jetzt habe ich die Brille. Wisst ihr, jetzt falle ich falle ja jetzt noch tiefer, ne? Wenn ich jetzt mit der Brille, die mich unglaublich intelligent wirken lässt, jetzt solche Zeilen hier nicht ganz verstehe. Was ist denn nochmal ein Stethoskop? Ist es das Ding, was der Arzt hat? Stethoskop, Digga. Oh je, es geht wieder maximal lost los, Digga. Ist es das Ding, was der Arzt hat? Ah ja, okay. Da weiß ich doch. Dann habe ich doch. Ich wusste es doch. Ich wollte euch doch nur. Ich wollte euch doch nur auf die Sprünge helfen, wie Trampolinlehrer. Das ist ein ganz anderer Maßstab wie beim Stethoskop. Ja. So sehe ich, wie Casey Rebel hier guckt, sehe ich übrigens ohne Brille aus. Ich bin gekommen, um den Arsch zu versuchen. Schocke Rap, indem ich rappe, dieser Tupac ist ein Hurensohn. Sein Typ. Alter, das ist ja wohl, also das ist ja wohl die polarisierendste Zeile ever. Also, das ist ja wohl, wie viel Feinde willst du dir machen? Ja. Er rappt einfach. Also, ne, bei Gott, die ist wirklich geschmacklos, die Zeile, ne. Du sagst, Tupac ist der beste Rapper, denn Tupac ist tot. Ich glaube, das ist wirklich so. Für viele ist, glaube ich, also Tupac ist natürlich ein krasser Rapper, hat ja auch viel getan, so, ne. Abseits von dem Rap, den gerade sich auch für die Rechte der Schwarzen eingesetzt hat, der hat ganz viel gemacht, wirklich ein toller Charakter, so, was man in jeder Doku und sonst was auf jeden Fall zu verstehen bekommt, so. Da besteht überhaupt kein Zweifel dran. Auch mega krasser Rapper, eigenen Flow und so, ne. Aber ich glaube wirklich ein bisschen, dass wäre Tupac nicht gestorben, bis er vielleicht nicht so diesen Ruf, diesen krassen Ruf genießen würde, wenn man so formulieren kann wie heute. Aber diese Zeile ist wirklich geschmacklos. Sie ist so geschmacklos und so ignorant, dass sie schon wieder seinen eigenen Charme hat. Hallo Quentin! Nein, ich komm gleich raus, mein Schatz, danke! Was ist mit Holy-Werbung? Das ist ein guter Einwurf. Ghostface, vielen lieben Dank. Ich bin natürlich trotz meiner aufgepeppten Aufmerksamkeitsspanne, dank dieses wundervollen Brillengestells, noch nicht satt an aufmerksamkeitsfördernden Mitteln. Und deswegen ballere ich mir natürlich hier mit vollem Geschmack meinen Lieblings-Eistee, von dem ich den Namen vergessen habe. Es ist gar nicht Acai. Was labere ich denn überhaupt? Es ist gar nicht Acai Black Tea. Oder Hibiskus, keine Ahnung, sondern das ist, ich habe die Packung nicht hier, es ist irgendein Pfirsich-Orange-Black-Tea. Überzeugt euch einfach selbst, geht da gerne mal drauf, oberster Link in der Beschreibung, gibt auch Energy Drinks, alles 100% vegan, weniger als 0,3 Gramm Zucker. Es gibt auch so ein Probierpaket, irgendwie von 20 oder so, da kriegst du sau viele Sorten rein und dann probiert man das einfach mal, ja. Weiter geht's. Also das Add-on hier von Boss Explosive war ja fast assiger als die Zeile. Seit diesem Diss ist es um Tupac ganz schön ruhig geworden.
Ja, ja, von ihm hört man gar nichts mehr. Pass ins Täterprofil. Pass ins Täterprofil, rauche wie Nebelmaschinen, raff! Psychisch labil, pass ins Täterprofil. Ich glaube, das Bad ist jetzt gerade zu gefährlich. Pass in das Täterprofil, bin da fährlich. Ich bin 2,3 mm vom Ziel und passe perfekt. Rapp, geiler Beat. In das Täterprofil. Jungs, ich rede zu viel, doch nur 10% real. Jeder meiner Leute passt ins Täterprofil. Jedes Othello, Leica, Mobile, Tenner, Handy, pass ins Täterprofil. Leica Mobile, dagegen ist alter Rotwein. Was war der Ergebnis von der SSIO-Zeile, mal? Reebok Classics, Alpha Bomber, ich passe in das Täterprofil. Zwischen Plattenbau, Hartz, jeder Zehnte am Deal. Passt 90% in das Täterprofil. Mann, ich fick deine Melancholie und sie sagen, ich passe in das Täterprofil. Irgendwie finde ich das aber gar nicht so krass. Das ist so, zu sagen, das ist natürlich, ja gut, aber ich glaube auch, Lines, die jeder Esel schon hatte, da gibt's ja auch schon, da kannst du ja, ich weiß nicht, irgendwie finde ich diese Zeile gar nicht so cringe, dass sie in dieses Format da so rein müsste. Sage ich, passe ins Täterprofil, ist auf keinen Fall auf eine Stufe zu stellen mit Zeilen wie ich balle wie, füge jeden x-beliebigen Sportler ein, der im entferntesten Sinne etwas mit einem Ball zu tun hat. So, das ist ja die balle wie Messi, ich balle wie der, ich balle wie der, ich balle. Scheiße, ich habe mich gerade selbst gekriegt. Ball heavy, Jamal Murray, nah, ball heavy, Steph Curry, ja! Ich weiß, Versagen liegt im Trend, aber I'm a made motherfucking man, Alter. Damn, Mann. Ball heavy, Jamal Murray. Ball heavy, Steph Curry. Ich weiß, Versagen liegt im Trend, aber I'm a made motherfucking man, Alter. Damn, Mann. In attitude, hustle hard, no party. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich meine, du kannst jetzt auch, es gibt ja auch, jeder Rapper hat bestimmt schon mal, oder du könntest auch eine Rubrik machen, Zeilen, die jeder Esel schon hatte, ich bin der Freshste. Und da kannst du locker doppelt so viele Rapper nehmen, wie das, egal. 1,80 breit gebaut, ich passe ins Täterprofil. Oh. 1,80 breit gebaut. Ich bin beim Öffentlich-Recht. Es gibt keine Folge ohne ihn, Alter. Das hat sich gerade so angefühlt, als wäre die Kamera echt um 6 Meter weitergewandert. Das immer wieder, ne? Jo, da geht's doch weiter, ne? Da bringen wir mal den Stein ins Rollen, ne? Richtig unzensiert. Gebaut, ich passe ins Täterprofil. Oh. Ich bin beim Öffentlich-Rechtlichen unzensiert. Du trinkst so wöchentlich mit hässlichen Tunden Bier. Ich wollte gerade sagen, bevor die Pointe hier, bevor der Punch von Boss Explosive kam, wollte ich kurz sagen, dass es eigentlich vom Reim ganz gut ist. Ich bin beim Öffentlich-Rechtlichen unzensiert. Du trinkst nur wöchentlich mit hässlichen Tunden. Ja, okay, das ist halt, ja, es passt auch von den öffentlich-rechtlichen unzensiert sind 9 Silben, dann wöchentlich mit hässlichen Tuntenbier sind 10. Dieses mit muss weg. Wöchentlich mit hässlichen Tuntenbier, das ist halt, guck mal, das ist, weißt du, du merkst halt auch immer so einen Zweckreim, wenn du halt merkst, du kannst halt voll du kannst im Ernstfall das wöchentlich austauschen. Das ist jetzt nicht so krass austauschbar, weil es gibt nicht so viele Zeiten. Du kannst monatlich, jährlich, täglich, sonst was, kannst du nicht so viel austauschen, kannst du aber. Hässlichen kannst du auf jeden Fall komplett austauschen. Das kannst du, das ist wirklich nur für den rechtlichen, hässlichen und öffentlich-wöchentlich natürlich auch nur wie Reim. Und das Tunden kannst du halt auch durch, weiß ich nicht, füge jede x-beliebige Beleidigung ein. Und so, deswegen, da erkennst du auch halt Zweckreim dran. Aber ansonsten finde ich es überhaupt nicht schlimm, irgendwie wöchentlich mal ein Bierchen zu trinken. Also ich würde, wöchentlich wird eher, ist eher schlimm, dass es nur wöchentlich ist, ne? Don't do drugs. Mein Vater packt bald D911er mit V8. D911er mit V8. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich voll die Ahnung vom 911er. Klar, es ist ein Porsche, ne? Baby, ich brauche 9 Helfer. Baby, ich brauche 9 Helfer. Denn du gibst Gas von 0 auf 100 wie 911er. Natürlich weiß ja jeder, ich bin ja auch Porsche-Liebhaber.
Also ich habe noch mehr am Mai. Das ist eine Beleidigung für den Porsche-Sport. Für jeden Porsche-Liebhaber ist so eine Zeile. Ich habe eine Beleidigung. Ja. Es gibt natürlich gar keinen 911er mit einem V8-Motor. Also. Ich habe nachgeschaut und den 911er gibt es gar nicht als V8. Vielleicht solltest du eine fehlerhafte Zeile nicht als Hook nehmen. Was für glaubhafte Schiene, denn du klappst zusammen bei meiner V8-Maschine. Du wirst von uns geohrfeigt mit Händen, die so groß sind, dass von dem Druck deine Storchbeine brechen. Sohn. Nein, ernsthaft, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Hörst du mir überhaupt zu? Achtung, Detox Vengeance kommt jetzt direkt in meine DMs wieder geslidet und sagt, Chicky, was hast du denn da über mich erzählt? Fand ich nicht korrekt, was du da über mich gesagt hast. Oh je. Eigentlich korrekte Lines. Das könnte ein Chicky-Format sein. Eigentlich war die Line geil. Ein Schritt nach links, ein Schritt nach rechts. Und dann stehst du da, wo du gerade eben warst. Eigentlich gut, also macht auch mathematisch Sinn. Ja, rein logisch ist es der Wahrheit entsprechend. Ein Schritt nach rechts und dann stehst du da, wo du gerade eben warst. Ich finde es aber, also ich will rappen. Und dann stehst du da, wo du gerade eben warst. Hey. Gut. Das war eigentlich korrekt. Warte mal, da kam ich ja gerade gar nicht rein. Hold up, wait a minute. Hold up, wait a minute auf dem gleichen Album. Naja, aber das ist ja wirklich, das ist ja. Also, das finde ich jetzt, also, ne, jetzt nicht für die Leute, die jetzt schon. Achtung, die haben ja wieder gesagt: Chicky, kannst einfach nicht ab, dein Kollege kritisiert wird. Natürlich kann ich das ab, ich bin ja auch einer, der da überhaupt keine Scheu hat, den Boss auch mal zu kritisieren, wenn ihm die ein oder andere Sache nicht gefällt oder auffällt, ne? Da könnt ihr euch auch gerne selbst davon überzeugen. Ihr wisst es doch auch. Aber ich finde, das ist wirklich, das ist keine Radioscheiße. Der Song mit Motrip. Niemals ist es Radioscheiße. Niemals. Aber Andreas, heißt er Andreas Burani? Herr Burani, was machen Sie denn da am Geldautomaten? Ich heb ab! Macht für mich oft Radioscheiße, ja. Das ist doch keine Radioscheiße, Digga. Das sind zwei, das ist voll der nice Song mit einer, ich würde sagen, mit einer typischen Motrip-Hook, Digga. Das ist ja, hör dir doch mal, Motrip macht so Hooks oft, Digga. Also für mich, das würde ich niemals als Radioscheiße definieren. Radioscheiße. Ich schlamm mit Werfer-Rap. Flieh, bevor ich dich jetzt windelweich prügel, denn du Softie könntest. Ich versuche was zu predikten und vielleicht ist es falsch. Ich überlege gerade, ob es falsch ist. Flieh, bevor ich dich Windel weich prügel, denn du Softie könntest nicht mal eine Windel weich prügeln. Nicht mal eine Windel weich prügeln. Okay, ich darf mich nicht so sehr feiern. Das war wahrscheinlich voll predictable, voll leicht, ne? Die ist halt echt schon bodenlos scheiße. Das sind so richtig so pseudo-krasse Spitzblitz. Das ist wirklich bodenlos, ne? Cassius, Paruda, da reagierst du genau richtig. Meine Windel weich prügeln. Oh je, er denkt, ach, er schreibt einen Split. Spit. Ich bin im Club, take a drugs, rape a slut, um mich zu betäuben. Ja, Herr Lindemann, ich habe hier gerade Ihre neue Lyrics offen. Ja. Ja, Herr Lindemann, ja, ich lese gerade Ihr neues Gedicht, ne, was Sie da von sich gegeben haben. Ja, das ist ja mal wieder typisch, ne? Ja, ne? Ich muss jetzt aufpassen, egal was ich sage, die Miete cuttet es wahrscheinlich raus. Aber der Lindemann-Joke, den fand ich persönlich sehr gut. Und ich finde auch, dass der angebracht ist. Also, weil ich habe mir das über Rammstein angeguckt, ne? Und jetzt, ich weiß, ihr seid alle, ich habe auch, also wegen meiner Story, ich habe nicht viele Nachrichten bekommen, aber es ist halt so, guckt euch das Rezo-Video an, der sagt es ja auch, der hat ja auch viele, viele Nachrichten bekommen. So, man kriegt dann so richtig so, richtig so, das ist so dulli-dumm, dass dulli-dumm gar nicht eine Beschreibung dafür ist, wie dulli-dumm es eigentlich ist, welche Nachrichten du da teilweise bekommst. Aber ich war sehr betroffen und ich glaube, in dem Fall den Frauen zu 100%,
für mich, also ich rude auch gerne wieder zurück, wenn sich die Wahrheit, wenn die Wahrheit rauskommt, ne? Wenn die Wahrheit rauskommt und ich hier mit meinen Aussagen, Till Lindemann und Rammstein und dieser Elena Madrovkia, was weiß ich, Unrecht getan habe, dann will ich mich genauso hier hinsetzen, auch dazu was sagen, ne? Aber was da abgegangen ist, anhand der Erzählung von den Frauen, ist wirklich schockierend. Und mich hat es wirklich an Filmszenen erinnert. Irgendwie war ich die ganze Zeit bei dem Film, bei der Serie. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Ich weiß auch gar nicht, egal. Jedenfalls habe ich anhand der Erzählung wirklich mich so in so einen Film versetzt gefühlt. Und ich fand's einfach nur schrecklich. Ich bin im Club, take a drugs, rape a slut, um mich zu betäuben. You what? Der Verkäufer sagt, du hast keine Kühltür. Ich sag schön für dich. Ja, das ist meine Kühltür. Dafür hast du keine Kühltür. Ey, Real Rap. Echo, ne, ist ja so einer, der ist ja mittlerweile auch so ein Running Artist, oder ist ja immer wieder hier drin, ne, in diesen Formaten. Aber ich sag wirklich wahr, ne? Wie er die Line formuliert, bodenlos scheiße. Aber heißt es wirklich, ist es französisch für Kultur, heißt es wirklich, wird es Kühltür ausgesprochen? Also dann ist es natürlich, ey, voll scheiße zu sagen, der Verkäufer sagt, du hast keine Kühltür. Ich sag, schön für dich, dafür hast du keine Kühltür. Das ist ja voll scheiße, aber wenn du sagen würdest so, keine Ahnung, ey, wenn der Boss sagen würde, Kollege, ey, mein Bentley hat eine Kühltür. Oder weiß ich nicht, wenn man das irgendwie anders formulieren würde als so in diesem schön für dich, dafür hast du keine Kühltür. Blablabla, dann wäre das, also ich finde den Spitzblit eigentlich geil. Ich sag dir ehrlich. Welches Geheimnis ist zwischen diesen Zeilen verborgen? Das war's schon wieder. Ja, das war's schon wieder. Ich war nie Strafraumspieler, eher so der Freistoßspezialist. Wie Dapo Diva. Ah, jetzt hätte ich einen Freistoßspezialist, so wie Marco Diva. Marco, der hätte ich einen geilen Reim gerade gebraucht. Du warst schon wieder. Ich war nicht Strafraumspieler, eher so ein Freistoßspezialist, wie ein Tagdo Diva. Shindy, mach deinen Sohn da weg. Ich komm auf Rotkäppchen Sekt und Eau de Toilette in deine Wohnung gesteppt und du Mob wirst gehetzt. Ey, so wack. Aber das Format gefällt mir sehr gut. Das gucke ich mir heute Abend nochmal mit meinem Sohn in aller Ruhe an.